Ja, Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jetzt ein neues Reel-Video und zwar heute geht es um den Sommer. Ich habe das vor 4-5 Tagen schon angesprochen in einem Gaming-Video, dass ich immer ein Video überdrehe und werde, was alles im Sommer kommt, also Content, was da im Sommer abgeht. Also viel Spaß. Ja, ich werde vom 10. Juni bis Ende Juli in den Ferien sein. In der Zeit werden auch keine Streams online kommen. Der Grund dafür ist, dass ich nicht zu Hause bin. Und ich nehme mein Mac mit, halt für Schneiden, aber auf meinem Mac kann man nicht, auf meinem Mac kann ich direkt nicht streamen. Und mein Windows-PC kann ich halt, also mein Windows-Desktop-PC kann ich halt schlecht mitnehmen. Das Ding ist jetzt nicht so groß. Ja, für Gaming werde ich meine Xbox mitnehmen, weil dieses Ding noch halbwegs gut portabel ist. Das ist da schon ja, ein recht gutes Stück, aber es ist auf jeden Fall portabler als mein Desktop-PC. Deshalb nehme ich das Ding auch mit. Habe ich auch Fortnite drauf und dann kommt, also wird auch Fortnite online kommen während der Ferien. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich das schaffen werde, denn es ist bezüglich Internet. Ich weiß nicht, ob das Internet da überhaupt genug ist, um Fortnite vernünftig zu spielen. Es kommen auch viele Vlogs online. Viele von euch haben sich auch gefragt, ey, wann kommen wieder Vlogs online? Wann gibt es wieder was? Es kommt am 11. Juni wahrscheinlich es kommt wahrscheinlich am 11. Juni das erste raus oder am 12. Juni, kommt drauf an. Wann ich es schaffe zu schneiden. Ne? Ich liege es da am 10. Juni, aber es ist halt ein Übernachtflug. Von da komme ich dann am 11. Juni in den Ferien an. Und dann lebe ich halt auch nochmal irgendwas. Und dann eventuell am 12. Juni kommt dann der erste Vlog online. Und keine Ahnung, wie viele Vlogs dann noch online kommen. Es werden auch hier noch ein paar online kommen. Es wird auch noch viel Reader-Videos geben. Also einfach ich da bei der Kamera mit euch, weil es einfach neben Vlogs am einfachsten ist, weil Gaming braucht halt schon Mikrofonen und egal, ich nehme auch alles mit, was so Mikrofon so Krams, also hat einfach das, was man als Gaming-Equipment braucht. Aber Reader-Videos sind dann schon einiges einfacher, weil man wirklich nur eine Kamera braucht, eine Idee zum Labern und dann ist einfach fertig. Das war so die Basisinformation für den Sommer. Ich werde in dem Sommer auch nochmal an ein paar neuen Sachen arbeiten, wie zum Beispiel Intro, Designs und so ein Krams für meinen Kanal. Das heißt, Ende Juli plus minus. Irgendwie so um die Zeit, also es wird nicht früher sein, es wird eventuell später sein, gibt es ein Kanal-Update, da kommt noch ein Video online, also da halte ich noch up to date, wenn es dann soweit ist. Es wird eventuell noch ein Intro geben, was richtig fett sein wird. Ich habe schon so Hintergrundideen, Design, also ein Hintergrunddesign, ein Banner für meinen Kanal, ein Profilbild für meinen Kanal, wirklich hier ein Logo. Es wird einfach ein Update geben, also wollte ich einfach schon mal darauf. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel mehr zu wissen über den Sommer. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne in den Kommentar rein. Also ja, Vlogs werden kommen, wie viel, was weiß ich. Wieder Videos sind auch einige gekommen, Gaming wird mein allerbestes versuchen. Aber es wird eventuell wirklich wieder mehr Clash Royale geben. Den Clash Royale kann ich einfach hier vom Handy aus aufnehmen und Fortnite brauche ich einfach einen extra Monitor und so ein Krams, also wird mehr Clash Royale geben, aber ich hoffe mal, die Sommer-Updates werden auch dann demnächst kommen, damit ich auch was berichten kann. Es ist ja auch ein Juni-Update angekündigt und ich hoffe mal, das kommt in der Zeit online, das heißt, ich kann es ein bisschen ausprobieren in einem Video. Ja, das war so ein bisschen die Basisinformation für den Sommer. Wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare rein, also generell Kommentare oder so, einfach unten reinschreiben, ich gucke mir das gerne an und fragen wir noch irgendwelche Fragen. Ansonsten, sehen wir uns in einem neuen Video wieder, geht damit noch rum, damit es euch gefallen hat und wir sehen uns in einem neuen Video wieder, also haut rein und ciao!